Glaube und Recht. Was für die einen der Jakobsweg ist, für die anderen der Gang nach Karlsruhe. Und dort wird dann immer die Politik von Angela Merkel vom Bundesverfassungsgericht missbilligend gebilligt. Das ist doch betreutes Regieren. Aber all denen, die sich vom Bundesverfassungsgericht immer ein Donnerwetter zu Merkels Politik erhoffen, sei mal zugerufen, das Bundesverfassungsgericht ist doch nicht der liebe Gott. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. In Karlsruhe hätte das so geklungen, es ist zwar ziemlich dunkel, aber wir müssen es ja nicht ganz so hell machen. Diese Leute müssen abwägen, haben Sie doch ein bisschen Verständnis für Menschen, die schon von Berufs wegen eine Tracht tragen müssen, die sie wirken lässt wie die Vorsitzenden einer schwulen Karnevalsvereinigung. Und die immer die Probleme von Politikern lösen müssen und das häufig mit den schlechten Gesetzen, die ihnen dieselben Politiker an die Hand gegeben haben. Wir brauchen mehr Verständnis, gerade in Glaubensfragen. Denn wie ich jetzt erfahren habe, sind die Religionen gar nicht schuld. Bischof Müller, Gottes Teilchenbeschleuniger, hat vor kurzem den Atheismus zu einem der größten Probleme unserer Zeit erklärt. Und wie recht hat er. Wie oft hören wir nicht von atheistischen Selbstmordattentätern? Wie viele Kriege werden nicht von Menschen geführt, die noch weniger an Gott glauben als der Gegner auf der anderen Seite? Ohne die katholische Kirche hätten wir doch eine Hexenplage. Und noch mehr südamerikanische Ureinwohner würden uns unser Öl streitig machen. Nein, nein, die Religion gibt Verlässlichkeit. Auf nichts ist doch mehr Verlass als auf den Pavlovschen Reflex. Jemand drückt auf die Mohammed-Klingel und auf der anderen Seite läuft dem Islamprediger der Schaum vor den Mund. Das funktioniert am besten in armen Regionen. Denn die Religion, sie blüht immer dort am prachtvollsten, wo sonst nichts wächst. Vorbildlich dadurch die Gelassenheit unserer deutschen Moslems. Die lehnen sich ganz entspannt zurück und sagen sich, na gut, das ist ein billiges, hasserfülltes Mohammed-Video, aber wenigstens Til Schweiger spielt nicht mit. Gott sei Dank ist ja aus dem Thema Beschneidung wenigstens die Luft rausgenommen worden. Die katholische Kirche hatte sich ja von Anfang an solidarisch erklärt und war auch gegen ein Verbot. Verständlich, dass sich der Staat in Kindesmisshandlungen einmischt, liegt nicht im Interesse der katholischen Kirche. Und das sollten wir vielleicht auch den Psychotherapeuten überlassen, was wohl mehr Traumata verursacht. Die schmerzhafte Beschneidung von kleinen Jungen oder die jahrelange Konfrontation von kleinen Kindern mit dem Bildnis des blutüberströmt Gekreuzigten. Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin ja für die Beschneidung und zwar gleich nach 8 Tagen. Man kann mit der Jugendarbeit nicht früh genug anfangen. Richtig war natürlich das Argument, dass wenn es bei uns verboten wird, dann gehen die Leute ins Ausland, um das dort zu machen. Und da gibt es natürlich Ungerechtigkeiten. Die, die Geld haben, werden dann nach Paris gehen, um die Sache von Karl Lagerfeld nach einem Schnittmusterbogen erledigen zu lassen. Aber was machen die anderen? Ne? Gut, Udo Walz hätte jetzt Zeit. Die Beschneidung geht ja auf den Stammvater Abraham zurück, der sich selbst die Vorhaut abgeschnitten hat, um sie Gott zu schenken. Wie dessen Tag wohl ausgesehen haben muss? Hat er sich um 5 hingestellt und gesagt, so, die Hecke ist geschnitten, Rasen habe ich auch schon gemäht. Naja, Sie kennen das Problem. Was schenkt man jemandem, der schon alles hat?